Es gibt WHO-Richtlinien, die vor kurzem verändert wurden, sodass die Definition des Bluthochdruckes heute bei 120 zu 85 mm Hg systolisch liegt. Gefährlich ist der Bluthochdruck deswegen, weil er lange in unserem Körper wirken kann, um Schäden am gesamten Herz-Kreislauf-System zu produzieren, die später die Prognose, also das heißt die Lebenserwartung, als auch die Lebensqualität erheblich einschränken können. Die gefürchtete Folge allerdings nach jahrelang bestehendem Bluthochdruck ist die sogenannte diastolische Herzinsuffizienz. Das heißt die Pumpschwäche des Herzens, die sich unmittelbar auf ihre Leistungsfähigkeit niederschlägt. Neben der medikamentösen Therapie, die sehr vielschichtig sein kann und aus einer Mehrzahl von Medikamenten bestehen kann, ist die Einflussnahme auf den Lebensstil von enormer Bedeutung. Ob das Übergewicht ist, salzarmes Essen, ausreichende körperliche Betätigung, sind genauso wichtige Faktoren in der erfolgreichen Behandlung des Bluthochdruckes wie die medikamentöse Therapie auch. Schwierig wird die therapeutische Einstellung deswegen, weil es in jedem Einzelfall eine individuelle Therapie ist, die man im wahrsten Sinne des Wortes am Patienten probieren muss.